Guten Tag, liebe Freunde. Heute gibt es bei uns mega leckere schokoladige Muffins. Das ist ein Grundrezept. Diese kann man dann beliebig verzieren. Die Menge ergibt insgesamt 24 bis 28 Muffins. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und nun zum Rezept. Wir brauchen dafür 2 Eier, 300 Gramm Zucker, 280 Gramm Mehl, 100 Gramm Backkakao, dann brauchen wir ein Päckchen Backpulver, 150 Milliliter Pflanzenöl, 150 Milliliter Milch, einen halben Teelöffel Salz und wir brauchen noch heiß gekochtes Wasser, 4 Esslöffel. Ich lasse jetzt durch ein Sieb Mehl durchgehen, Backkakao und das Backpulver. Das ist nun bereit, das lege ich jetzt zur Seite. Jetzt sind die Eier dran. Zu den Eiern mache ich die 300 Gramm Zucker und den halben Teelöffel Salz. Das Ganze wird nun jetzt gemixt. So. Durch den hohen Zuckergehalt ist es schön weiß geworden. Das hat jetzt aber auch schon 5 Minuten gedauert. Jetzt mache ich da die Milch dazu und das Pflanzenöl und rühre das weiter um. So, jetzt kommt alles mit dem Backpulver, das Gemisch mit Backpulver, Mehl und Backkakao auf einmal dazu. Das Ganze wird jetzt nochmal gemischt und derweil koche ich das heiße Wasser ab. Nun füge ich zu dem Teig 4 Esslöffel heiß gekochtes Wasser. Sieht der Teig aus, er ist jetzt bereit. Der Backofen heizt bereits vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Die Muffinform habe ich solche Papiermuffinförmchen reingemacht. Nun fülle ich die mit der Masse und es sollte bis zur Mitte gefüllt sein, weil die so viel Backpulver haben, dass sie ganz arg aufgehen werden. Ich habe hier jetzt 12 Stück aufgefüllt, hier sind auch noch 12 und ich habe noch Teig übrig für nochmal circa 6 Stück. Die Muffins sind fertig. Ich backe sie auch nacheinander. Jetzt kommt die nächste Runde rein. Die Muffins haben jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze circa 22 Minuten gebacken. Ich habe noch im Backofen ein Stäbchen reingeholt, ein Holzstäbchen reingemacht und geschaut, das ist schön trocken, wunderbar, da sind die Muffins fertig. Insgesamt sind es 28 Stück geworden. Ich habe Muffinförmchen kleinere gehabt, aber auch größere. Und die erste Runde hat 22 Minuten gebacken, die zweite Runde waren das nur noch 20 Minuten und die dritte Runde war nur noch 18 Minuten
im Backofen, da war sie schon fertig, einfach weil der Backofen schon ziemlich gut aufgeheizt ist. So sieht es aus, schaut mal. Richtig schön fluffig, schokoladig, richtig, richtig lecker. Jetzt kann man die beliebig garnieren. Wie man eine köstliche Beiserhaube für Muffins herstellen kann, werde ich im nächsten Video zeigen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr backt diese köstlichen Muffins mal nach und bis zum nächsten Video.